Sonnenenergie ist nicht nur für die Steckdose gut. Das Institut für technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erzeugt solare Power für Forschung und Industrie. Dabei ist sowohl die hohe Energiedichte der konzentrierten Strahlung als auch der photonische Effekt unserer Sonne von großer Bedeutung. Herzstück der hochkonzentrierten Strahlung ist der sogenannte Sonnenofen. Hier wird mit einem speziellen Spiegelsystem im Fokus der Strahlen eine Temperatur von bis zu 2500 Grad Celsius erreicht. Die Anwendungsgebiete der Nutzung des konzentrierten Sonnenlichts reichen von der Abwasserreinigung, bis zu 80% des Abwassers können durch solche Verfahren geklärt werden, bis hin zur Materialprüfung, zum Beispiel bei Flugzeugturbinenschaufeln. Ein anderes Standbein der Arbeit der Solarforscher ist das Feld der Prozesswärme im mittleren Temperaturbereich bis 400 Grad Celsius. Hier kommen vor allem Parabolrinnen zum Einsatz, die genügend Energie für kleinere Dampfsysteme oder solare Kühlung bereitstellen können. Es ist vorstellbar, dass besonders die solare Kühlung einmal einen festen Platz in der Klimatechnik im südeuropäischen Raum einnehmen wird. Auch mit anderen Projekten arbeitet die Solarforschung für unsere Zukunft, zum Beispiel bei der Wasserstofferzeugung. Auch bei Komponententests für die Raumfahrt soll die Vielfältigkeit der Sonnenenergie genutzt werden. Unsere Sonne sorgt also für mehr als für einen schönen Sonnenuntergang.